German Television bekommt ein neues Fahrzeug und guck mal hier, da ist jetzt ein Tresor drin. Das ist Originalzubehör von Etrusco. Ich grüße dich, Matthias, euch. Hallo. Ja, wenn du mal gerade ein kleines Stück zurückgehst, ja, jetzt sieht man dein schönes Gesicht nämlich sehr schön. Die Sonne, ja. Du bist der Junior, so muss man sagen, aber jetzt der Geschäftsführer von der Firma Euch, zweite Generation. Ihr macht nächstes Jahr seit 50 Jahren Caravaning. Naja, nicht seit 50 Jahren Caravaning. Angefangen hat mein Vater ganz, ganz klein mit einer eigenen Tankstelle, mit Kfz-Werkstatt dazu. Haben viele gemacht damals, vor 50 Jahren. Die 80er lassen grüßen, das heißt, da kamen neue Marken auf den Plan. Habt ihr auch so neue Marken gehabt oder wart ihr immer frei? Oh, wir hatten teilweise schon sehr kreative Marken. Wir waren jahrzehntelang Citroën-Vertragshändler gewesen. Wir hatten aber auch schon solche Exoten wie zum Beispiel Autostar mit dabei, sind jetzt aber einer der ältesten Frankia-Händler, einer der ältesten Etrusco-Händler. 15 Jahre sind wir jetzt schon Hümer-Partner, fast von Anfang an bei Morello mit dabei. Also wir setzen auf langjährige Partnerschaften. Morello unter anderem, hier sieht man es. Also ein schönes Originalzubehör ist dieser Tresor, den wollen wir mal zeigen. Er ist so eingebaut, als wäre er ab Werk gewesen und das ist dein Anspruch, oder? Genau, das ist der Anspruch von meiner Werkstatt und das ist auch der Anspruch vom originalen Teil- und Zubehörprogramm. So, mach mal bitte auf. Das ist ein kleiner Tresor, da kann man zum Beispiel einen Reisepass reinmachen, Kreditkarten. Man kann da wirklich viel reinmachen. Wie wurde der jetzt dort verbunden? Ich glaube, der wurde ganz massiv verklebt, oder? Nee, der wurde nicht massiv verklebt. Wir haben hier in der Tat ein Spezialbit. Die Schrauben, mit denen der festgeschraubt wurde, die sind also wirklich sehr, sehr speziell. Die haben nämlich nur zwei kleine Punkte drin. Die kriegst du also wirklich nur mit diesem Bit auf, sollte das mal demontiert werden. Und wenn man den demontieren will, dann muss man auch wirklich die ganze Türverkleidung mit demontieren. Okay, das heißt, das ist ein richtiger Aufwand, den einzubauen. In 5 Minuten kriegst du den nicht raus, oder? Nee, du kriegst ihn auch in 5 Minuten nicht rein. Okay, das ist vielleicht ganz wichtig, wenn du mal gerade mit der Hand mal reinfährst, dass man mal sieht, wie tief der ist. Also da geht schon ein bisschen was rein. Ja, Tipp von mir ist immer, ist schwer zu sagen, was macht man gegen Einbruch, gegen Diebstahl, gegen böse Jungs und so weiter. Was ist dein Tipp? Eine Alarmanlage auch, oder? Eine Alarmanlage und generell das Ganze einfach nach außen auch signalisieren. Hey, hier kommst du nur schwierig rein, geh woanders hin, lass mich in Ruhe. So ist das. Das heißt, die Alarmanlage hat natürlich auch Sensoren. Die Profis kennen sich aus, die erkennen die. Also genau. Zum Beispiel an den Fenstern sind Sensoren dran und so weiter. Aber das mit dem Tresor, da haben die sich lange Gedanken gemacht im Originalteile-Zubehör von Etrusco, dass der genauso reinpasst. Ist der jetzt passend für alle Fahrzeuge oder ist der angepasst zum Beispiel auf den Ford hier? Der hier ist jetzt wirklich speziell angepasst auf den Ford. Und also ich persönlich habe den in der Abwandlung für den Fiat auch schon selbst gefahren. Und meine Variante war auch einfach, ich habe mir eine passende Wanderkarte geholt, habe die oben drauf gelegt, sodass das erstmal auch nicht aufgefallen ist. So, und selbst wenn die dann kommen, also es sind wirklich wenige Minuten, die haben nämlich keine Lust da, die Zeit groß zu verbringen. Jetzt ist der Ford ja auch was Besonderes. Oft gehen die ja durch das erste Fenster durch. Also das ist gerade so eine Eigenart bei dem Fiat, dass die also entweder mit dem Schlüssel unter Schloss durchgehen. Auch da kannst du nachhelfen. Das heißt, du kannst zum Beispiel Prickstops verbauen. Das wird schon mal verbaut bei euch? Ja, machen wir schon. Allerdings, um ehrlich zu sein, mehr Alarmanlagen. Denn wenn du mit Gewalt in das Fahrzeug rein willst, dann kommst du mit Gewalt in das Fahrzeug rein. Und da ist eine Alarmanlagenabsicherung deutlich einfacher, die dann auch noch auf eine Alarmzentrale oder auf dein eigenes Handy den Alarm dann weitergibt, eine Ortung. Und was ich persönlich auch im Fahrzeug habe, eine Fernsteuerung. Ich kann auf die Entfernung einfach die Zündung unterbrechen. Das geht, cool. Ja, da gibt es viele Lösungen für Etrusco Originalzubehör auf der Seite. Zeig nochmal bitte den Deckel, dass man den mal sieht. Das ist ganz massiver Stahl und wichtig ist dieses Doppelbartschloss. Das kriegen die bösen Jungs auch nicht so schnell auf. Nee, definitiv nicht. Das kriegst du nicht mal schnell aufgehebelt. Und vor allen Dingen, welcher Einbrecher rechnet denn schon damit, dass in der Türtasche vorne was Spannendes drin ist? So, sehr schön. Jetzt haben wir es gezeigt. Jetzt wisst ihr es. Wir kriegen einen neuen Etrusco-Übergabe heute bei der Firma Euch in Hochdorf-Assenheim, heißt unser wunderschönes kleines Kaff in der Vaterpfalz bei Ludwigshafen am Rhein.
Hochdorf Assenheim, kommt her, du sagst, es gibt nichts Schöneres, auch wenn ihr nichts bei der Firma euch kauft, ja, es gibt viele schöne Stellplätze hier, wirklich, also ihr habt allein hier, glaube ich, in Neustadt habt ihr wunderschöne Stellplätze, genau. Ist das hier die Pfalz, die man kennt mit Wein und so? Ja, definitiv, das ist die Pfalz, absolut, wir sind die mit den großen Gläsern, mit den Choppergläsern, dem wunderschönen Wein und nicht zu Unrecht werden wir auch Toskana Deutschlands genannt, wobei ich bin da ja ein bisschen böse, ich sage einfach, die Toskana ist eigentlich die Pfalz Italien. So. Kennst du den Preis von dem Tresor ungefähr? Der Preis von dem Tresor, da. Warte, guck mal gerade. Also im Moment, muss man sagen. Es ist ja immer eine Momentaufnahme, die man hat. Hat seinen Spickzettel? Hm? Nee, ist nicht so schlimm. Guck mal nach. Also, schaut rein. Und zwar mein Tipp ist, wenn ihr jetzt angefixt seid, das haben wir beide natürlich geplant, deswegen geht ihr auf die Webseite bitte. Etrusco Deutschland einfach eingehen. Dann geht man auf die Webseite drauf. Originalzubehör, da findet man viel. Unter anderem diesen schönen Radträger. Da haben wir ein extra Video zu gemacht. Da weiß er aber den Preis. 300 und? 379 plus Montage. Das Ganze ist zerstörungsfrei auch wieder rückbaubar. Das Schöne, bis auf diese Schiene, die verbleibt im Fahrzeug, die drin ist. Aber das ist Massenware, die kriegst du wahrscheinlich auf Meterware dann nochmal zugeschickt. Ja, gar kein Problem. So ist das. Also Radträger haben wir mit drin. Und wir haben ein Lithiumsystem von BOS, sehr bekannt. Also eines der wenigen zertifizierten für den Fahrzeugbau verwendeten Systeme, die wir da haben. Ja, ich grüße dich, Matthias. Bin mal gespannt. Wir werden gleich losfahren mit dem Fahrzeug. Ist er schön leise, der Ford? Ja, ich persönlich war sehr, sehr überrascht von dem Ford. Ich war auch sehr angetan von der Automatik vom Ford. Ja, du warst auf der Händlertagung. Gibt es was Neues zu berichten oder darfst du noch nichts sagen? Es gibt was Neues, aber das Heck? Nee. Nein. Wer weiß. So viel darf ich da jetzt noch nicht zu sagen. Sehr schön. Ich weiß auch noch nichts. Das kann man sagen. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Ein Tresor, Originalteile, Zubehör. Tschüss.